Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier heute Morgen aus Schmedehausen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Osnabrücker Land, zu einer kleinen Schneewanderung. Das ist ganz unverhofft jetzt, dass wir heute hier zum Wandern aufgelaufen sind. Eigentlich wollten wir eine Fahrradtour machen, der Peter vom Kanal Black Max und ich. Und das Wetter hat nicht so zum Fahrradfahren eingeladen, hier im Fahrbahn, hier Untergrund, sieht das ein bisschen rutschig aus. Und darum jetzt hier die kleine Wanderung. Ne? Und wie gesagt, der Peter ist dabei. Und der Peter testet heute seinen neuen Rucksack. Ne? Hallo erstmal. Und mein Auto habe ich sinnvollerweise unter den Baum gestellt. Die Tür, lass ruhig auf, Peter, dass der Schnee ins Auto fällt. Dankeschön. Sehr dass gerne. Die Tür von innen auch richtig nass wird. Bisschen durchlüften. Du bist ein Freund. Und begleitet werden wir heute auch hier vom Thorsten. Vom Kanal Time to E-Bike, also drei YouTuber unterwegs jetzt hier im Osnabrücker Land in der schön verschneiten Landschaft. Und da schauen wir mal, was wir da heute vor die Linse bekommen. Also los geht's. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier heute, sich an die frische Luft zu begeben, nicht zu Hause zu bleiben, Fahrradfahren bei dem Untergrund. Nee, habe ich keine Lust, mich da irgendwie hier auf den Boden zu packen. Und die anderen glaube ich auch nicht. Und für den Thorsten ist es ja die allererste Wanderung sozusagen. Allerdings, überhaupt. Ja. Ne? Also wir machen ja nur einen ausgedehnten Spaziergang. Wir machen jetzt ja keine 40 Kilometer, das ist die Hälfte. Hat dann nur ein Viertel. Und aber schauen wir mal, ne? Aber da Gefallen dran findet. Und demnächst dann auch vielleicht motiviert ist mal zum Mammutmarsch irgendwas mitzunehmen. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Erstmal ein bisschen hier schön ein paar Stunden im Schnee. Und ich habe mich gerade schon gefragt, hätte man lieber einen Helm aufgesetzt. Ne? Man weiß ja nicht, was hier alle runterkommen gerade. An Eisklumpen von den Bäumen. Wäre auch nicht so unvernünftig gewesen. Aber erstmal jetzt hier durch den Schnee. Hahaha. Ja, Freunde, war wahrscheinlich keine Absicht, dass der Baum hier liegt, um den Weg für uns zu versperren. Den hat es einfach umgerissen, ne? Müssen wir kurz hier rumkommen. Das hätte ich ja schon fast wieder gesagt. Hups, danke, danke. Das typische Komoot-Problem. Ne? Aber das ist nur das eine Bäumchen hier. Und jetzt geht es hier über die Brücke weiter. Das ist auch ganz schön hoch Wasser hier, was das Bächlein führt. Ja, liebe Leute, kaum ein Kilometer unterwegs und schon die erste richtige Sehenswürdigkeit jetzt hier, die Scheelenburg. Schauen wir uns mal an. Wir haben uns ja was dabei gedacht, dass wir den Thorsten gefragt haben, uns hier
bei der Tour zu begleiten. Heute war auch ganz kurzfristig. Wir haben den 20 Minuten vorher angerufen. Pass mal auf, in der Nähe. Willst du mitkommen? Hat er gesagt, ja klar. Da freuen wir uns auch, sind wir ganz dankbar. Denn er ist ja hier local sozusagen. Er kommt ja aus der Gegend. Und die Leute, die hier wohnen, können uns auch mal was zur Geschichte erzählen und sowas. Das interessiert mich ja immer. Und darum jetzt hier der Fachmann mal mit der Scheelenburg. Wo kommt das her? Wo will das hin? Wer wohnt da? Kann man das besichtigen? Das ist, glaube ich, im Privatbesitz. Aber ich glaube, besichtigen kann man es, glaube ich, nicht. Ich wüsste es jetzt aber auch nicht genau. Was heißt nicht? Ich glaube, bist du gar nicht vorbereitet? Nein, natürlich nicht. Wir haben dich eingeladen zu der Tour. Hast du Zeit genug gehabt, dich vorzubereiten? Du hast 20 Minuten Zeit gehabt. Ja, 20 Minuten. Einmal mit Profis arbeiten. Naja. Hier liegen ja so einige Bäume, habt ihr gerade schon im Video gesehen. Und man weiß ja, die frisch umgefallen sind, die schon länger so. Aber hier sieht man doch eindeutige Zeichen. Ich filme mal eben drauf, dass das Ding hier wirklich jetzt frisch umgefallen ist, durch den Schnee wahrscheinlich. Wenn das noch so hell und feinfasig abgerissen ist da am Holz, dann war der Schnee wohl ein bisschen zu viel für diesen Baum. Jetzt ist der Schnee auch direkt hier in den Hals gefallen. Danke. Einfach nur herrlich. Aber was machen? Dass du reinfällst. Also ich könnte mal machen. Ja, tu mir doch mal den Gefallen. Rutsch doch mal ab. Nein. Mittlerweile Kilometer 4 und was auch deutlich zunimmt hier, ist das Tauwetter. Oben ordentlich versorgt mit nassem Schnee, daran mangelt es nicht. Wir hoffen natürlich, dass da keine Eisstücke drin sind. Da wird es noch fehlen, ne? Dass hier einer sich verletzt, weil wir eine Wanderung ohne Helm machen. Muss ja nicht sein, ne? Aber ich glaube nicht, ist einfach nur nass. Ja, eins meiner größten Probleme draußen ist ja immer noch die Orientierung. Gerade mit dem Navigationsgerät einfach schön hier weitergelaufen und vergessen abzubiegen. Hier vorne muss jetzt irgendwo die Abbiegung kommen. Wir sind ein paar hundert Meter zurückgelaufen. Aber das war auch gar nicht zu sehen oder ist auch gar nicht zu sehen hier. Müssen wir mal schauen, ne? Ich glaube, der Peter vertraut mir jetzt nicht mehr als Navigator. Der übernimmt das gleiche die Rolle. Ne, vertraue einem Freund, Peter, ne? Vertraue niemanden! Niemanden! Hast du mal geplant?
machen müssen. Aber. Ups, wir sind bei Säbeli auch noch. Bist du gut zu mir? Vielen Dank, Chef. Bitte. Ja, liebe Leute, ich bin ja ein höflicher Mensch und so habe ich den beiden natürlich auch was von meinen selbstgeschmierten Butterbroten angeboten. Aber ich hätte erwartet, dass die beiden genauso höflich sind, das Angebot ablehnen, dass ich mir meine Butterbrote selber essen kann. Ja, glaubt man nicht hier, ne? Der Thorsten war ja noch, hat eins, ist ja okay. Aber dann isst er meine Butterbrote auf, jetzt isst er eine Banane und sagt, ne, für dich habe ich keine. Schönen Dank, ne? Schönen Dank. Ist ja gar nicht wahr. Schmeckt aber wie bei Mutter. Ich habe auch eine Banane fürs Forum mitgehabt, wollte er ja nicht. Ist keine Banane, aber, das ist so ein... Aber der hatte wieder so wenig Butterbrote mitgehabt, ne, so wenig, ich wurde ja gar nicht satt von. Also muss ich eine Banane nachschieben, was soll ich machen? Der macht viel zu wenig. Nur für sich. Ja. Du darfst auch gerne mal von meinem Apfel mal aufbeißen. Nein, Obst, nein, ich habe eine Obstallergie. Habt ihr Mettwürstchen? Ich muss ja auch noch aufpassen, dass der Peter seine Trinkflasche hier nicht unterwegs vergisst. Wenn du mich nicht hättest, ne? Hätte ich jemand anders. Oder auch nicht. Weiter geht's. Kannst du mal so wieder gehen? Ups. Kannst du mal so wieder gehen? Oh nein. Leute, mitten in der Live-Aufnahme, was soll ich sagen? Ne? Ich gebe ja immer alles. Ne? Und nein, ist nicht gestellt, kein Drehbuch. Ich hab meinen Schuh verloren. Der war teuer. Nehmt mit. Warte mal. Ich habe mal zwei Paar Socken an, ne? Das sind bei armen Leuten hier. Du musst die Schuhe auch zubinden, wenn ihr anziehst. Zeig mal deine Stützstrümpfe. Na, guck mal. Halt mich bloß fest! Sei nett. Jacke! Gleich liege ich hier mit. Warte, nein. So. Die sind aber schick in der Pampe hier. Warum kann ich nicht einmal was mit vernünftigen Leuten unternehmen? Liebe Leute, ich weiß es nicht. Ne? Also, wenn ihr vernünftig seid und mal eine Tour machen wollt mit uns oder auch mit mir alleine, meldet euch. Ne? Dann muss ich nicht immer hier. Ja, Freunde, jetzt gehen wir mal eine Runde abhängen hier. Bitte nicht laut atmen oder husten, dann werde ich stehen noch hier. Ja, von dem Schild fühle ich mich natürlich sofort angesprochen. Zehnkampf, was fällt mir da alles ein? Radfahren, Wandern, ja, vielleicht noch Schwimmen, Verkaufsautomaten suchen, Mettwürstchen kaufen. Was einem so einfällt, ne, bei Zehnkampf.
das Stückchen hier mal wieder sicherheitshalber mit Kopfbedeckung. Ja, und wie gefährlich das hier ist, ohne Helm im Wald zu laufen, können wir uns hier bei Peter ansehen. Ja. Liegen die Haare gut? Und, bist du getroffen worden? Nee. Oder schwitzt du so? Ich habe mich unter den Baum gestellt. Ja. Das siehst du in meinem Video. Ja. Und habe ich dann gerüttelt. Das iPhone an dem Wasserdicht? Das iPhone in der Tasche, wenn das der Schnee da so reintaucht. Da wird Apple mir dann sagen, wasserdicht. Okay, weiter geht's. Auch in diesem Moment ist es wieder hilfreich, dass wir einen Local dabei haben, jemand, der sich auskennt, der Thorsten. Weil wir haben uns gerade die Frage gestellt, was macht auf dieser Hütte da oben das Hütchen? Und der Thorsten hat uns erklärt, wenn man im Naturschutzgebiet so ein Hütchen steht mit, ein Hütchen mit so einem Hütchen oben drauf, bedeutet, dass man da, obwohl es Naturschutzgebiet ist, in der Hütte übernachten darf. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Danke für die Erklärung, Thorsten. Gerne, gerne, immer wieder. Hast du auch nicht gewusst, ne? Nee. Als ich das Schild gerade gefilmt habe, dachte ich mir so, ja, halt so ein Schild. Ne? Aber wenn ich mir jetzt den Weg hier angucke, die meinen das ernst. So, hier geht's bergab. Uiuiuiui, das wird wieder heile ankommen, ey. Geh mal vor, Peter, bitte. Ich opfer mich fürs Team. Streu mal Salz. Jetzt stell dich nicht so an. Ey, der Film ist gleich voll. Hier. Ich habe hier keine Bergwanderstiefel. Du sollst Salz streuen. Ja, und mittlerweile hier Kilometer 7. Wir hatten eigentlich 12 geplant, haben die Tour jetzt ein bisschen abgekürzt, weil wir ja doch beim Quatschen und allem dann ja die Zeit vertrödeln, wie das so ist, wenn man mit 3 Leuten unterwegs ist. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn wir mit 10 unterwegs sind demnächst, auf unserer kulinarischen Wanderung hier auch in der Gegend. Dann wird das noch spannender. Ne? Ja, jedenfalls gleich wieder in Schmiedehausen hier angekommen an der Kirche. Und dann wird es Zeit, mich schon wieder von euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hier zu begleiten bei der Winterwanderung hier heute. Samstagvormittag, alles tauscht schon wieder weg. Es hat eine Menge Spaß gemacht, jedenfalls. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte Daumen nach oben da lassen. Wenn auch nicht, halt gerne auch den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Und nochmal liebe Grüße. Ich habe am Anfang des Videos ja gesagt, eigentlich wollen wir eine Fahrradtour machen. Liebe Grüße nach Friesland. Fahrradtour ist natürlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Spo. Ciao.